Da sind wir wieder bei 7 Days in der Wüste, bei unserem guten Recti. Wir machen uns jetzt aber auf den Weg zur nächsten Quest. Der Tag ist noch jung, wir haben noch Zeit, wir wollen noch was schaffen. Also gleich los, gar nicht erst lang schnacken, sondern Gas geben. Gut, ist ja nicht weit, die 200 Meter. Kriegen wir hin. Solange wir jetzt nicht wieder, das wäre doof, in unser Krater da vorne fallen. Und das glaube ich nicht, hier ist ja schon ein Elektroladen. So, ich meine, ich werde hier jetzt nicht alles zerlegen, aber das, was wir finden, nehmen wir doch schon mit, ne? Denke ich mal, hoffe ich mal. Ja, guck mal, hier ist ja schon mal Blei und ein Döschen. Siehst du mal, Döschen ist immer gut. Ich liebe Dosen. Den haben wir, ja gut, Sand habe ich eben. Mobbett. Und wer, der kriegen wir auch gerade. Hier, der neueste Gaming-PC. Ja, gut, zumindest ein paar Electrical Ports kriegen wir. Was müssen wir ja nicht machen? Gebiet selber. Oh, guck mal hier, da ist er wieder. Der grüne Beuger. Oh, der ist auch grün. Naja, auf unserer Game Stage. Wundert mich das nicht. Du bleibst liegen. Genau, du auch. Ey, lass dich treffen. Nicht du mich, ich dich. Gut, die kommen auch schon. Ihr kommt zu spät. Ich hab alle Sonderangebote schon weggeschnappt. Aua, sag mal. Bochi. Ruhe hier. Verstanden? Sind wir auch nicht für eine Game Stage? 181. Naja, geht doch. Leute, Murkel, kommt da noch mehr? Oder auch nicht? Ja, gut. Plastik brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen. No, die kann man immer gebrauchen, aber. Ja, die kann man auch immer noch gebrauchen. Electrical Parts haben wir eh nicht allzu viele. Ich weiß, ich müsste eigentlich mal jede Menge Elektrozeug auseinanderschrauben, um genug von diesem Part zu kriegen. Aber das will ich nicht jetzt hier in der Wüste machen. So viel Platz haben wir ja nur auch nicht. Aber wir nehmen zumindest die mit, die wir kriegen können. So, noch was zu trinken. Ja, das passt immer. Vielleicht noch mehr Kaffee. Ja, sehr schön. So, hier noch irgendwas? Nö. Aber hier, ne? Naja. Papier kann man auch behalten. Electric Ports nehmen wir mit. Ja, Fernseher bringt uns nicht viel. Ich meine, Strom könnten wir vielleicht machen für den Fernseher, ja, aber. Könnte schwer, wenn man den empfangen, wenn keiner mehr im Fernsehsender lebt, ne? Also. Und ich glaube, Internet funktioniert hier auch nicht mehr so prickelnd. Halt, das geht rein. Also ist Netflix und Co. hier auch nicht so gegeben in der Apokalypse. Gut, den habe ich aber auch alles, ne? Da kommt der gute Halbi. Warte mal, Halbi, my friend. Ja, komm rin, Halbi. Komm rin. Genau. Bitte. Und nochmal. Halbi, wegen dir habe ich einen Stein. Tut das Not? Weg damit. Oh, dann kommen wir hier nochmal rin. Ich meine, irgendwo müssen noch Zombies sein, aber vermutlich oben. Ich nehme hier jetzt auch kein Gammelfleisch mit. Das wollen wir uns jetzt später wieder bei Bedarf im Zest töten. So, den gehen sie hier nochmal rein. Schotten dicht. Ah, hier. Die ganzen grünen Experten arbeiten hier. Ja, ja. Ist halt eine sehr gute, umweltbewusste Firma. Haben alle den grünen Daumen hier. Ja gut, die kommen mit. Wie gesagt, dann haben wir eh eins Stecken. Nehmen wir vielleicht noch was zu trinken. Ja, das, die drei drücken wir uns aber auch gleich rein. Denn ist zumindest das Durstproblem auch erstmal erledigt. Sehr schön. Da kommt wieder Besuch. Hier ist noch ein Täschchen. Ja, dann nehmen wir mit. Keine Ahnung, wo er ist, aber ich habe ihn gehört. So, hier haben wir noch Kisten. Irgendwo kommt ein Zombie. Gut, haben wir schon, aber jede Menge Electrical Parts. Das ist doch schon mal sehr schön. Da gucken wir auch nochmal rein. Na? Incoming enemies. Gut, haben wir schon. Kann man verkaufen. Haben wir schon. Die sind immer gut. Ja, ja, mein Freund. Hallo, Mochi. So, haben wir hier schon reingeguckt? Nein. Das ist noch immerhin Blei. Nächste Mal. Den gucken wir hier einmal hoch. Na, wieder die gute Motivationsmodi. Drei Herrschaften sind hier. Na gut, zwei und ein Geier. Ja. Modi mit so einem Mann Fleischi.
Die Mutti ist für die Moderation zuständig. Der Fleischi ist der Fleischer. Hat wohl ein bisschen an sich selber rumexperimentiert oder so. Ach, ein Abflug. Bin mit Mutti beschäftigt, Mensch. Genau, das war doch schon die Quest. Wunderbar. Irgendwo hier gleich nochmal reingucken. Kann man verkaufen. Gut, den Essig ist später. Kann man verkaufen. Hier gucken wir natürlich auch nochmal rein. Haben wir schon. Haben wir schon. Okay. Das Eisen. Und hier, was haben wir hier so schönes? Die nehmen wir mit. Den Rest kannst du behalten. So gut, dann lass uns mal wieder runter hier. Unten grunzt noch jemand rum. Was haben wir hier noch drin? Ja, guck mal. Messing, Blei, Eisen. Gut, gut. I've got a bad feeling about this. Ja, ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Gehört habe ich ihn auch schon, Droni. Keine Ahnung, wo er ist. Was für ein Unwetter hier in der Wüste, ne? Gut, den gucken wir mal. Das kann passen, ne? Das passt aber, das passt aber, das passt auch. Das auch, das nicht. Das müsste, das passt auch. Die glaube ich nicht, nein. So, davon passen nicht mehr alle. Gut, die passen noch, das noch. Das wird hier eh verkauft. Den heben wir mal auf zum Essen. Das wird verkauft. Ich lasse mal die Verkaufssachen hier unten. So, der passt aber noch, ne? Gut. Gut, gut. Noch geht das doch alles. Noch geht das. So, dann fahren wir wieder zu guten Rekti, wie das sein muss. Wer auch immer da rumrandaliert. Ich vermute mal Polizist oder Money, einer von Bonnievals. Aber wir können ja nicht eben uns nicht so wie hinterherlaufen. Dann wären wir hier nie fertig. Gugu, da ist der Rekti da schon wieder. Na, mein Freund. Immer Rinder, gleich die nächste Quest, damit wir ihn hochkriegen. Ich denke mal, sobald er jetzt auf Stufe 2 hochgeht, werden wir erstmal nach Hause fahren. Wir sind eh voll. Was denn das, Mann? Ich will nicht so viele Munis, Mollys. Dann nehmen wir die beiden Bücher, die verkaufen wir mit. So. Hier. Der kommt weg. Der kommt weg. Hier. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Immerhin etwas. So, vergrabene Vorräte. Hier, wir nehmen abholen. Office 01. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Naja, vor Bäumen im schlechten Wetter wird auch mal Zeit. So, wo ist denn das Office 01? Also, gesagt, sobald er auf Stufe 2 geht, hat er die 2 Quest, hat er eh erst am nächsten Tag. Wollen wir erstmal nach Hause? Au. Sind eh voll. Und dann kann er am nächsten Tag dann in Ruhe mal gucken, ob wir sofort hier weitermachen oder nicht. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Ein bisschen was zu Hause tun müssen wir ja auch noch. Und ich denke mal, wir... nicht ins Loch fahren. Master, we are not alone. Warte mal. Alleinchen, was machst du in meinem Loch? Ah, Alleinchen versucht die Schräge nach oben zu kommen. Sieh mal da an. Alleinchen schafft es. Du Alleinchen, das ist mein Ölschieferloch. Dafür wirst du jetzt bestraft. Das unbefugtes Gelände betreten. Und wieder runter. Oh, siehst du mal? So geht das nicht, Alleinchen. Hier, der passt doch noch, oder? Der auch noch, oder? Ja. So, wir müssen hier hin. Wunderbar. Ich habe zwar eben irgendwo noch was gehört, aber frag mich jetzt nicht wo. Systems go. How may I help? So, Quesen nehmen wir an. Ach, der Hornis. Hallo. Bitte. Immerhin noch ein bisschen Eisen, ne? Ach, das Alleinchen ist auch schon wieder da, okay? Sag mal, Alleine, nimm deine dreckigen Quadratlatschen von meinem Designer-Motorrad. Was fällt dir ein, Mensch? So, wir müssen auf jeden Fall hier irgendwo rein. Guck mal, da liegt Fleischi. So, wo ist denn hier überhaupt der Eingang, wenn ich mal so fragen darf? Verschlossen? Verschlossen? Muss ich hier vielleicht hoch? Das Gebäude kenne ich gar nicht. Da muss ich jetzt mal kurz gucken.
Pass auf. Oh, hallo Bochi. Hier lag der gute Fleischi. Hier vielleicht? Ja, tatsächlich. So, den gucken wir uns hier nochmal um. Ne, das ist mal ein Gebäude, was ich gar nicht kenne. Okay. Dego mit. Das kommen wir gleich alle schreddern. Aber erstmal hier unten umgucken, bevor wir hochgehen. Hier können wir gleich trinken, auch wenn Trinken voll ist. Schadet nicht. Der kommt mit. Ah, gut, die zerlege ich mal. So. Wollen wir hier denn noch? Das kannst du behalten. Das kannst du auch behalten. Ah, ich glaube, Sand habe ich. Ah, gut. Mal gucken. Ich mache den einen Stack im Motorrad voll. Alle, wenn er voll ist, ist er voll. Dann nehme ich keinen Sand mehr mit. Gut, den müssen wir mal hoch, wa? Wir müssen hier ja nur Vorräte finden. Oh, guck mal, das sind zwei Alcabones. Zwei stinkig. Oder einer ist stinkig davon, okay? Master, we are not alone. Ja, Droni, ich weiß. Du bist wie immer spät dran. So, Eisen und Blei. Da was sind da. Ne. Gut, gut. Hier noch irgendwas. Kannst du auch behalten. Was sind das hier? Die Designer-Büroabteilung oder was? Hier, den können wir auch gleich zerlegen. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwas Brauchbares? Ja, jetzt kommen wir Verbandskisten hinstellen. Sehr schön. Das hat sich mal gelohnt. Oh, ich weiß nicht, ob wir durch die Tür müssen oder die Tür, aber ich vermute mal hier lang. Oder hier gleich runter. Kann es sein, dass ich einen falschen Weg gelaufen bin? Die ist jedenfalls zu. Das zerlege ich auch. Ich dachte, das nimmt sonst zu viel Platz weg. Ab hier brauchen wir nicht. Dann haben wir schon. Ich habe eh das Gefühl, hier hätte ich eigentlich hochgemusst. Kann das sein? Ich den falschen Weg gelaufen bin? Warte mal. Komm auch auf. Hier gibt es echt mehrere Wege, ne? Naja, hier komme ich von da unten. Okay, warte mal. Da will ich einmal kurz gucken, was hier unten ist. Muddybild, sehr schön. Hier wollte ich nicht runter. Sondern da. Hier wollte ich gucken, was hier unten ist. Auf jeden Fall noch der Hausmäuse. So, und hier, das können wir gleich trinken. Goldrute natürlich, wollte gerade Konstantin sagen. Nee, Goldrute kann hier bleiben, Kaffeepulver auch. So, der geht nicht. Da ist noch ein Türchen, ne? Gut, hier unten ist aber auch, ehrlich gesagt, nichts jetzt Wichtiges. So, die lassen wir jetzt auch mal hier. Die ich nehme mit. Na, obwohl, warte mal. Hier lassen wir mich aber benutzen. Benutzen. Dann können wir unser Leben nicht wieder auffüllen. Zumindest ein bisschen davon. Der kann aber hier bleiben. Okay. Ich stecke hier fest. Danke. Okay, hier unten ist nichts Wichtiges. Den machen wir oben weiter. Gehen wir hier raus. Wie das gedacht sein soll, wie es aussieht. Denn hier die Leiter hoch. Und aus dem Dach. Hier müssen noch irgendwo meine Vorräte sein. Ach, hier ist schon ein Hauptloop. Oh, kleines Gebäude. Ey, wir Häkel, trab an, Mensch. Warum Fleischi denn hier? Ich hab ja gar nicht gesehen. Fleischi, mein junger Mensch. Kümmere dich doch mal an. Ganz schlimm mit dem Jungen. Hier können wir gleich benutzen. Der Rest kann hier bleiben. Ist das die Vehikel, die ich gerade getötet habe, oder ist das eine neue? Dann haben wir auf jeden Fall. Die kommt mit. Der wird verkauft. Den zerlegen wir. Das ist die, die ich getötet habe. Gut. Sehr schön. Den wird auch verkauft. So, aber uns fehlt immer noch die Tasche, die hier irgendwo sein muss. Hier drin, ne? Hier irgendwo drin. Ist hier irgendwo was zum Kaputthauen oder so? Hm? Oh,
Oh, bescheuert versteckt. Aber okay. Quest ist auf jeden Fall fertig. Wunderbar. Hauptloot haben wir auch. Also haben wir hier nichts mehr verloren. Runde. Na, Jungs. Wollt ihr rennen? Bitte. Ich lasse euch rennen. Sehr schön. Aber ich gehe natürlich zum Morning. Motorrad. Haben wir den schon? Nein. Immerhin ein bisschen Eisen. My senses have picked up something. Wo? Das Holby. Holby, my friend. Hallo. Da ist noch mehr. Yo, der Bochi schon wieder. Gut, 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 gut. Den hier nochmal. Aber hier gibt es ja schon viele Zombies. Ah, deswegen habe ich es immer einzeln reingepackt wegen dem Muni. Wollte jetzt aber nur gucken, was noch passt. Da kommt schon wieder Besuch. Ach, schon wieder ein Bochi. Mach einen Abflug, Mensch. Ich habe keine Zeit für dich. So, warte mal. Das sind ja die Sachen, die nicht mehr reinpassen. Das auch nicht. Habe ich so viele Verbände schon? Okay. Warte mal, das kommt hier oben hin. Die möchte ich gerne behalten. Die Sachen gehen in den Verkauf. Alles klar, den nehmen wir schnell hin zum guten Recti und dann klappt er auch wieder. Ich glaube, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Die vierte oder fünfte Quest war das jetzt. Aber wir brauchen wir 7 insgesamt, damit er hochkommt. Aber wir haben Zeit. Wir haben noch Vormittag. Und die, ja, vergrabene Vorräte machen wir auch rüber. Die gehen ja schnell. Da kommen wir auch mit dem Bohrer mal durchsehen. Dann klappt das schon. Jetzt muss ich hier hin. Wunderbar. Rinder. Haben wir die Punkte so weiter? Ein. Oh gut, einer lohnt sich nicht. Oh, es gibt ja schon wieder fast einen zweiten. Na, mein Freund. Was hast du diesmal? Muni, die nehme ich gerne. Und ein Buch, was ich nicht habe, das nehmen wir auch gerne. So, wir verkaufen gleich, mein Freund. Nadel und Faden waren 5. Staubmantel. Die Schwierigkeit liegt darin, einen gut aussehenden Staubmantel hinzubekommen, der dich in der Hitze kühl bleiben lässt und in der Kälte auch nicht so schlecht abschneidet. Nadel und Faden waren 5. Ja gut, lehnen wir. Oh, und die haben wir jetzt voll. Sehr schön. Wir haben fast alles voll, ne? Bis auf ein paar einzelne noch. Wir hatten Nadel und Faden, alles klar. Da haben wir jetzt, du kannst Militärkleidung fertigen. Überhaupt nicht mehr, aber gut. So, die gehen im Verkauf. Die geht im Verkauf. Die geht im Verkauf. Don't let the door hit you on your way out. Yo, mein Kumpel, du sagst es. Beseitige Zombies, Carlot 2. Jut, 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 jut. So, Droni, komm mal raus. Hier passt, glaube ich, dann Geld noch mit drin. Yep. Der, glaube ich, auch noch. Yep. Und der Rest sowieso nett. Sag mal, Droni, ich hab dich doch gerade rausgeholt. Droni? Droni, wo bist du? Ja. Oh, schottendicht. Ich will einmal kurz den Chrom hier schon mal in Droni einlagern. Wunderbar. Den fahren wir gleich zur nächsten Quest. So muss es, so muss es. Damit wir ihn mal hochkriegen. Ich glaube, jetzt haben wir aber auch wirklich alle Händler gefunden. Da bin ich mir relativ sicher. Nicht ganz sicher, aber relativ sicher. So, nicht ins Loch fahren. Das ist hier überhaupt bescheuert. Irgendwo hier? Waren wir hier nicht schon mal? Letzte Folge oder so? Meine ich? Ah gut, einer Quest ist halt die Auswahl nicht so groß. Ne, ich glaube, hier waren wir. Warte mal. Ja, hier waren wir. Gut. Da sind wir aber so durch, ohne Quest. Gut, dann gehen wir jetzt heute nochmal mit Quest durch, ne? Kann nicht schaden. Das kommt mit. Gehören die hierzu? Nein, okay. Hätte ja sein können. Alle Bauchi. Wachabflug. Oh, und dein Kollegen kannst auch gleich mal mitbringen hier. Was macht dein Kollege damit? Genau, oder Kollegin, Entschuldigung.
So, hier haben wir... Muni ist immer gut. Sehr schön. Er geht, da will ich jetzt aber nicht. Ja, ja, hier waren wir umgequest drin. So, was haben wir denn hier? Zumindest den können wir mitnehmen. Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das aber auch. Sehr schön, sehr schön. Den haben wir hier drübes Wasser, das passt immer. Ob hier, gut, brauchen wir nicht. Pilzseed, nehmen wir mal mit, weil ich war am zwar weg, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wo und auch nicht wie viele. Immer dieses Papier. Und Geld ist immer gut. Das konntest du auch behalten. Wie kriege ich wieder Nachbarschaftsbesuch? Hört sich nach der guten Alena an. Stimmt's oder habe ich recht? Mhm. Gut, wir müssen jetzt gleich hier runter. Mensch, Orlenchen. Auch nicht so schwer, sondern hier den Weg zu finden. Sag ich doch, dass die Orlene. So, heute geht's hier. Darf ich noch einmal reingucken? Haben wir den ja schon? Nein? Okay, kann man verkaufen. Den schreddern wir. Der Rest kann hier bleiben. My senses have picked up something. Hier war vorhin die gute Motivationsmutter. Diesmal ist hier ein Leuchtauge fetter. So, aber Funk kam hier, das weiß ich noch, wo wir drin waren. Doch, gute Nachbarschaft von außen. So, Eisen, Eisen, Fleisch. Eisen. Und hier ist noch ein Bücherregal. Haben wir schon. Ist nix. Gut. Wenn hier nochmal reingucken. Immerhin Müll. Ja, gut, gut, gut. Eisen gibt's hier ja den mal ein bisschen. Guck mal, der gute Erfrom auch. Sehr schön. Sehr schön. Gut, 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 gut. Hier noch was drin? Naja, aber immerhin Blei. Blei ist eigentlich auch immer gut. Kann ich auch mal zerlegen, ne? So. Hier ist heute oben, ne? Dann loot ich mal inzwischen, ne? Bevor ihr mir hier was kaputt macht. Da kommt er schon. Dort ist der grüne Holzfäller mit... Was macht ihr da? Einem Jungs, so geht das aber nicht. Denkt doch mal an die Kinder, das könnt ihr doch nicht machen hier. Das geht nicht. Mensch, komm her, du Ferkel. Gut, gut. Okay, ist sie das wert? Nö. Das sind die Teile, glaube ich, mehr wert, ne? Und gleich mal gucken. Das Ding war 57 oder so wert und die Teile. Ja, die sind mehr wert. 192. Gut. Den haben wir hier. Noch ein schönes Gläschen. Passt doch alles. Da. Und nochmal ein bisschen Eisen. Ist auch immer sehr schön. Da gucken wir auf jeden Fall auch nochmal rein. Ja. Blei kann man immer gebrauchen. Das nicht unbedingt. Das haben wir in Massen. Aber hier, das kommt mit, das kommt mit. Die werden wir auch wieder zerlegen. Das sind die Teile mehr wert. So, fall doch nicht runter, Mensch. Master, ah, herrlich. Die gute Motivationsmutti da ist, es ist ein schönes Gebäude. Wunderbar. Nehmen wir eine Dame und nochmal drauf. So, säubere Gebiet haben wir immer noch. Ja, da ja, wissen wir. Hatten wir ja schon. Komm mal raus da. Oder da raus. Ach, wie ekel, bitte. So, die Quest wäre auch fertig. Wunderbar. Haben wir auch schon. Nehmen wir mit. Cut im Verkauf. Nehmen wir mit. Dann gucken wir da nochmal rein. Haben wir auch schon. Komm mit. Hier gibt es ziemlich viele Rezepte, ne? So, wo habe ich denn mein gutes Mobbit? Hier vorne, ne? Jut, 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 jut. Können wir noch irgendwas drin?
Aber gut gehen, ne? Ah, gut, Muni habe ich auch schon zu viel. Ah, das hier geht ja eh im Verkauf. Ah, aber muss sagen, das hat sich gelohnt. Also wir haben gut Sachen hier dadurch jetzt zusammengekriegt. Allgemein habe ich den Eindruck, dass sich Einser- und Zweierquests loottechnisch eher lohnen als die großen Fünfer. Aber ich glaube, da täuscht man sich auch. So, jetzt mal die Frage. Der Airdrop, der geht in die Richtung. Den würde ich mir gerne einmal holen, bevor ich zum guten Reactive fahre. Das machen wir jetzt auch mal schön schnell. Nur so weit ist es ja nur auch nicht. Ich hoffe nur, der liegt nicht da hinten auf den Bergen. Könnte ja auch was Brauchbares drin sein. So ist es nicht. Ne? Und zum Glück haben wir Ersatzbenzin mitgenommen. Auf Bergen glaube ich nicht. Dafür ist er zu dicht dran. Nehmen wir einen Freund. My senses have picked up something. Ey, hier liegt er doch. Sehr schön. Aber er hat uns bemerkt. Okay, komm mal her, Kumpel. So, was haben wir denn hier? Legendär... Was? Legendäres Scharfschützenpaket? Ein legendäres? Okay. Eine Biotika ist nicht mehr gut. Und das war's auch schon. Legendäres? Scharfschützengewehr Stufe 6. Ich glaube... Das werde ich mir mal aufbewahren für die Horde. Vielleicht kann man damit ja besser Kopfschüsse oder so machen. Das wäre mal eine Idee zum Testen. Habe ich nie ausprobiert. Gut, aber wir fahren jetzt erstmal zum guten Recti. Na, Kumpel, du kommst zu Sven. Sehr schön, sehr schön. Wie gesagt, ist ja nicht voll. Also, da hatte ich auch noch nie ein legendäres Paket. Legendär. Gut, da vorne ist er ja. So, die kriegt man wahrscheinlich auch erst auf sehr hoher Game Stage, vermute ich mal. Ich mach dich schon auf. So, 9mm nehmen wir auf jeden Fall. Und den Rest haben wir alles. Ja, hier nehmen wir ein Buch zum Verkaufen. Sehr schön, mein Freund, sehr schön. Das verkaufen wir definitiv nicht. Aber das da. Das da, das da. Und die 8 kannst du auch haben. Scharfschützengewehr, wie gesagt, möchte ich mir gerne mal aufbewahren. Jetzt hat er eh nur noch zwei Quests. Vergrabene Vorräte. Gut, 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 gut. Ich glaube, ins Motorrad kriege ich nicht mehr wirklich was rein, außer das Geld. Aber man kann ja mal googeln, ne? Oh, aber immerhin über 12.000 schon wieder, ne? So, dann kommt der Respadroni rein. Sehr schön. Gut, den holen wir schnell die Buddy-Quiz, ne? Dann, das muss sein, das muss sein. Ist das da, wo von der Airdrop war? Das kriegen wir ja schnell hin mit dem Bohrer. Alles kein Problem. Na, Shoddy? Leider Konzert. Ich muss buddeln oder mich überschlagen gehen. Das nur wegen so einem kleinen Bleiklumpen da? Oh gut, im Snebium geht das immer relativ schnell. Sehr schön, sehr schön. So, warte mal, dann holen wir uns einmal kurz den guten Bohrer, damit wir hier nicht überfallen werden. Mache ich das Stück für Stück, auch wenn es nur eine Einer-Quiz ist. Dort mich schon die erste. Also, geht ja schnell, Kleiner. Das ist ja noch nicht so das Problem. So, warte mal, wir kriegen ein bisschen Besuch. Erstmal, der gute. Den holen wir noch zwei Jacks, der kommt noch nicht. Stinkiger Al Capone. Was macht ihr hier? Bitte? Oh, trab mal an, Junge. Ich will nicht hier aus meinem Radius rauslaufen. Schaff das heute noch mal. Irgendwie
Bumpel? Hast geschafft? Okay. Doch auch noch einer? Okay. Bitte. Jetzt aber. Guck mal, da ist sie ja. Wunderbar. Denn das brauchen wir nicht. Aber den Rest würde ich alles gerne mitnehmen. Hier. My senses have picked up something. Ja, bleib ruhig, Droni. Das kennen wir doch schon. Hier, einmal Vehikel. Einmal der. Der grüne. Grüne haben wir verdammt auch für letzter Zeug, ne? Aber gut. Die Maybe. Ansonsten können sie auch nicht mehr. Außer vielleicht ein bisschen stärker zuschlagen. Und der gute Halbi ist natürlich noch da. Komm her, mein Freund. Und Level Up hatten wir inzwischen. Sehr schön. Was haben wir jetzt in der Game Stage? 183. Da ist so langsam, kommen wir ja mal in einen interessanten Bereich, ne? Oh, ganz so langsam. So, den fahren wir jetzt wieder zum guten Recti. So muss das, so muss das. Ja, Geierchen, ich habe keine Zeit für dich. Ich weiß, du kommst mir eh hinterher. Du kannst es zumindest gehen versuchen. So. Hallo, Recti, mein Freund. Na, Geier hinterher gekommen? Nicht? Doch. Doch, doch, ich höre ihn. Ich sehe ihn bloß nicht. Da. Komm her, mein Freund, komm. Beweg dich hierher. I've got a bad feeling about this. Gut, denke mal wieder rein zum guten Recti, wa? Dim, 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 dim. So, warte mal, Recti, bevor ich Quest abgebe. Hier, das brauche ich nicht, schenke ich dir. Das brauche ich auch nicht, schenke ich dir ebenfalls. So, ist er verbannt? Wir nehmen auf jeden Fall die Money. So viel steht schon mal fest. Ja, gut, Verbände haben wir aber auch mehr als genug mittlerweile. Hier, wir kaufen Buch und verkaufen ihm das. Ah, siehst du mal, was ist doch. Alles klar, jetzt haben wir endlich auf Stufe 2. Das Fahrrad nehmen wir natürlich nicht. Nahrungspaket brauchen wir auch nicht unbedingt. Ackerbauerpaket auch nicht. Nahkampfmodspaket auch nicht. Wir nehmen das Munitionsfertigungspaket. Wir müssen eh immer Muni herstellen. Wir können zwei Sachen nehmen. Ja, gut, dann nehmen wir das Nahrungspaket dazu. So, mein Freund, du kriegst einmal das Buch. Wir hören uns denn wieder am nächsten Tag, wenn du Stufe 2 bist. Ein Paket mit Bauteilen für die Munitionsfertigung. Jo. Jo, das kann man immer gebrauchen. Und ein Nahrungspaket? Bildbrille, ein Tropf ist auch immer gut. Dich esse ich jetzt mal. Packen wir den dahin. Sehr schön, Rick. Sehr schön. War eine schöne Zeit mit dir. Ich muss mich jetzt erstmal verabschieden. Wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Stufe 2. Gut, gut. Ja. Na ja, gut. Kriege ich davon irgendwas ein Motorrad? Wahrscheinlich nicht, ne? Will aber auch gleich auch nochmal kurz nach dem Punkt den gucken. So viel Zeit muss sein. Oh, ein bisschen passt das sogar noch rein. Daran, ne? So, das rennt, das rennt, das rennt, das rennt. Guck mal, unser Inventar ist noch leer. Passt doch. Hier, der kann auch rennen. Sehr schön. Also munimäßig haben wir definitiv Plus gemacht. Jede Menge Plus sogar. Geld haben wir gut verdient gemacht, glaube ich. Insgesamt irgendwas mit 15.000. Ja, siehst du mal. Fast ein Stack Geld. Ölschiefer haben wir zum Benzin machen. War doch groß und ganzen erfolgreich. Den gucken wir jetzt nochmal nach den Punkten. Irgendwas wollte ich hier nämlich noch. Ich muss mal kurz gucken, wo das ist. Und zwar mit dem Maschinengewehr, genau. Damit da mal ein bisschen mehr Rums draufkommen. Dafür brauche ich aber erstmal Standhaftigkeit auf 10. Ja? Und dafür brauchen wir, glaube ich, schon für die nächsten 2 Punkte, ne? Kann das sein? Jo. Dann machen wir das erstmal. Dann machen wir erstmal das hier weiter. Alles klar. Ich stelle mich erst wieder beim guten Rektor rein. Quatsch noch eine Runde mit Ihnen. Und ich von euch verabschiede mich. Wir hören uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.